Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Der Herr hier wartet schon sehnsüchtig auf einen Kampf und ja, den gönnen wir ihn doch mal, ne? Ich bin mal hier hingegangen, ne? Wir müssen ja hier hin jetzt, ne? Nach Spikeford. Und ich habe mir gedacht, geh's mal von hier aus dahin. Vielleicht ist ja da noch was Schönes. Ich nehme jetzt mal an, der Weg wird mir irgendwie so blockiert oder so. Ich weiß es nicht. Aber gucken wir mal. Meine Teamzusammenstellung ein bisschen merkwürdig wieder. Ja, ich habe vorherigen Mitglieder von damals wieder reingenommen, damit die hier wieder ein bisschen hochleveln, weil ich habe das Gefühl, wir sind schon wieder für die Story zu stark. Also nicht hier Level 44 und so, das ist ein bisschen krass. Also ja, tue ich mal die hier hochleveln, bis die auf diesen Level angekommen sind. Haben wir wieder hier so ein paar Pokémon hier, die wir entwickeln können. Und ja, gehen wir mal von hier aus jetzt sein. Und da habe ich eine TM gesehen, gib mal her. Gewissheit. Guck mal da, der Ball schwebt jetzt in der Luft bei dem. Ah. Sehr krass. Alles klar, machen wir den mal platt. Dann stärkt steht der Förmchen ins Gesicht geschrieben. Seit Runde gestattet mir mich in einen Kampf davon zu überzeugen. So, der Nachteil ist, wir haben jetzt natürlich nur drei Pokémon zur Auswahl. Patrick. Und ja, Duokles. Cool. Big Talks. Nicht gerade die beste Wahl. Aber ja, mach mal Ladungsstoß. Sollte trotzdem zu machen sein. Vor allem der ist Level 44, merke ich gerade. Natürlich warten vortreffbar. Sondern ein, nee, du hast noch zwei Watt. Okay, ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. Aber okay. Mal schauen. Da ist ein Camp, da können wir uns gleich wieder hochheilen, wenn es brenzlig wird. So, du so gut, du musst dich doch jetzt entwickeln können, ne? Ja. Was für ein Ding? Quartermark. Seid ein bisschen krass hier, finde ich gerade. Hey, 44 immer noch. Risiko-Tackle. Oh Gott, Big Tox ist weg. Okay, ich fange an zu glauben, das ist vielleicht nicht so eine krasse Idee, war hier, aber mal schauen. Ja, wir werden natürlich Big Tox wiederbeleben. Obwohl wiederbeleben, ich glaube, mir fehlen so einige. Nee, ich habe wieder Beleber. Ich wurde welche gefunden, nehme ich an, ne? Oh nein, schon wieder Risiko-Tackle. Hau, Alter, leg dich mal ab. Ja, Flora wird jetzt glaube ich drauf gehen. So was noch mal mit Big Tox. Wenn er voll hoch geil ist, wird das schon wieder gehen. Akrobatik, nein. Ich will diese Schwächlinge hoch trainieren. Komm schon, auf damit. Mal nicht Ladungsstoß. Potzer. Okay, komm her. Will ich jetzt nicht kaputt hauen, ne? Nein, das gibt's jetzt nicht. Was stand da? Macht sich Sorgen, dass der Kampf schieflaufen gehen könnte? Irgendwie sowas. Autsch. Danke. Ja, nett. So, jetzt bitte nicht was voll nervig ist. Das wäre sehr schön. Nein. Der Elefant, der sich in die Erde reinbuddelt, natürlich. Mortipot, was für ein Ding? Oh, du bist die Entwicklung von. So, ich muss hier auf Nimmer sicher gehen. Mangel Rubbler. So. Hochrüstung, auch das noch. Okay, Initiative. Gigasauger. Okay. Vielleicht gehen wir noch nicht hier hin, weil der irgendwie voll krass drauf ist, der Typ. Okay, ich muss jetzt mal Pokémon wiederbeleben. Geht so nicht.
seine Erfahrungspunkte kriegen, die sollen nicht daher hängen noch mehr. Gut, dann gehen wir eben von Dings aus weiter, nehme ich an. Ich merke gerade Unlicht. Das ist auch nicht schlecht gegen das Viech. Das ist auch Geist, glaube ich. Oh, sehr gut. Endlich funktioniert mal Paralyse. Nachthieb. Hat dir deine Buchrüstung auch nichts gemacht? Okay, gehen wir nicht da lang an. So, gut ist, du so Gorwitz, höchstwahrscheinlich weiterentwickeln. Ne? Wie ich erwartete, mein geschultes Auge erkennt eben ein Teil, wenn es vor mir steht. Boah, so viel Geld. Ja, ich habe den Glücks auch ausgerüstet bei Big Tox. Und er hat so Gor entwickelt sich. Und schon so hat sich zu Navitaub entwickelt. Das hat schon die letzte Entwicklung. Nee, ne? Naja, Navitaub kann ein einigermaßen schnell fliegen. Es fährt immer zu seinen Trainer in sein Nest zurück, egal wie weit es entfernt von ihnen ist. Ein echter Gentleman versteht sein Leben zu bestreiten, ohne sich Feinde zu machen. Oh, alles schön. Willst du die Entwicklung eines Pokémon stoppen, musst du den B-Knopf drücken. Ja. Ist meine Entwicklung stopp. Okay. Nicht nur vom wetterbedingten Schaden, sondern auch vor vielen Attacken bei dem. Okay, cool. Oder so ein Competitive Teil. Okay, dann gehen wir eben den Weg, den wir gehen sollten ursprünglich, nehme ich an. Ich würde nur meine Pokémon benutzen, die noch nicht so hoch gelevelt waren. Ich dachte, Level 44 mit all meinen Pokémon war schon ein bisschen zu krass. Aber anscheinend war ich schon wieder, lag schon wieder falsch, ne? Dann gehen wir später eben hier hin. Boah, ich will eigentlich mit dir reden. Mountain Grit ist mein ganzer Stolz. Neulich hat es beim Pokécamping eine Bäre für mich gefunden. Ist das etwa ein Zeichen seiner Zutraulichkeit? Und es gäbe aber so ein Spiel mit meinem Pokémon. Okay, ihr wisst, was das bedeutet, ne? Cornelia, dein Topf, wo ist er? Was zum? Oh, ein Alola Mauzi. Guten Tag, Malola. Achtet auf Geräusche, nicht wahr? Guten Tag, Miauz, steht gerne, nicht wahr? Okay, ihr wisst, was jetzt kommt, ne? Kochen. Ich will kochen. Jetzt wird gekocht. So, habt ihr Hunger auf Amrena-Bären? Nein. Ist mir doch egal, ich mache jetzt 9 Stück, 10 Stück. Ihr ruiniert meinen ganzen Topf jetzt. Ne? Und jetzt komme ich. Und Karotten. Feuer, Feuer, Feuer. Und jetzt kommt's. Rühren, 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 immer schneller. Was rührt ihr denn alle so langsam? Da muss ich doch vermischen mit dem Feuer. Na, na komm. So, und ich weiß bis heute immer noch nicht, wann genau man drücken muss. Das war glaube ich nicht richtig. Muss das während das im Innern dieses Rings ist oder? Darüber, ich verstehe das nicht. Oder wurde auch irgendwie noch nie erklärt, so, ne? So, jetzt pass mal auf, du scharfes Gemüsecurry. Jetzt pass mal auf, das Big Tox. Ich habe rosa Bäckchen, das ist doch schon mal was, ne?
Alles klar. Gut gemacht. So, und jetzt verschwinden wir von hier, weil es mir ein bisschen zu krass hier, diese Gegend, habe ich so ein Gefühl. Jetzt kann ich mich hier teleportieren. Cool, ne? Hier lang. Churchester, Kirchester, Churchester, Churchester, der Große, der Weise, der wahre Prophet. Nehme ich an, keine Ahnung. Liked dieses Video, wenn ihr Chester heißt. Na, warte mal, hier war ich noch gar nicht. Stimmt ja, da war ja was. Du bist ein Mantiabs, ne? Guck mal her. Ich würde ich doch schon gern fangen, wenn es geht. Hier ist nix. Und dann, was ich echt erreichen. Da. Naja. Du bist ein Baby-Pokémon, du hältst nicht viel aus, ne? Es hagelt. So. Wo ist halt vielleicht nicht nur normal oder so? Nee, keine Ahnung. Schreibe, er wird das schon nicht töten. Ne? Oh, kann mir jetzt nicht mit so was. Oh, natürlich hat er jetzt voll die krassen Angriffe drauf. Oh ja, du hast gar nicht Dings. Aha. Machen wir mal Lichtschild. Ja, du hast Genesung oder so oder Synthese. Jetzt kommt so eine physische Attacke, ist klar. Gibt es jetzt nicht. So, Big Talks Hilfe. Mein Gott. Big Talks. Ich muss schon wieder Tox sein, ne? Bin so toxisch hier. Aua. Ja, am besten jetzt noch Mangelrubla, aber ich glaube, das wird den schon umbringen, ne? Ja, wir machen Ball hier. So muss das. Ja, okay, ist ein Baby-Pokémon. Ich nehme an, die kannst du sehr viel einfacher fangen. Und reiß aus, hat ein Level up. Vielleicht liegt es an einer niedrigen Temperatur des Meeres, aber die Mantiabs der Galarium bewegen sich etwas schwerfälliger als andere. Ah. Nein. Hier ist überhaupt nichts, hallo? Warum gibt es denn dieses Gebiet, wenn hier rein gar nichts ist? Wie ist das? Was bist du? Ich kenne das nicht. Was bist du? Gastella. Okay. Der Mann, das bist du überleben, ne? Was du bist. Giftfalle. Du bist nicht Eis. Komme in meinem Ball. Na. Aqua Durchstoß Wasser. Übrigens nicht effektiv. So Wassergift oder so? Ja, auch nicht schlecht. Noch. Das ist Giftfalle. Irgendwie sind nicht einsetzbar gegen mich. Na komm her. Bleib da drin. Ich war eigentlich in der Story ein bisschen weiter, aber ich werde ja schon wieder gesidetrackt von diesen ganzen Pokémon. Menor. So, wir sind mal schwächer. Jetzt muss es ja immer einfacher zu fangen sein, ne? Komm.
Jawohl. Jawohl. Da bist du. Giftwasser. Wird man von seinen Stacheln gestochen, setzt zunächst Taubheit ein. Gefolgt von einem nahezu unerträglichen starken Juckreiz. Cooles Teil, glaube ich. Nehme ich an. Oh Gott. So, habe ich noch mal nachgecheckt, was das war. Ja, hier sind wir stehen geblieben. Da links war nichts mehr. Hier links, weiß nicht. Wir müssen ja nach rechts, also gehen wir jetzt mal links. Aber irgendwas. Perla. Gott, die fetten Typen, die schwimmen hier die ganze Zeit. Gott. So, da habe ich mein Pokédex übrigens nachgeguckt. Da ist nicht Wasser, da ist Kampf. Was? Schwarzgurt. Passend. Okay, dich. Jetzt mal an Tränken zur Aufstellung. Ich habe das schon wieder auf Screen vergessen. So. Ein Schwarzgurt mit den Pflanzen-Pokémon. Das wird da wohl zu machen sein. Kann ich ja vielleicht irgendwas beibringen, Flora. Also ein Moveset ist jetzt nicht das Beste, was man ja für Geld kaufen kann. So, was haben wir hier alles? Solarstrahl und so habe ich bekommen. Ne? Google sagt, da bringt es jetzt nicht so. Fassade. Schnarcher. Nichts an offensiven Attacken. Wenn ich einen sonnigen Beat wäre, könnte ich das eigentlich so kurzzeitig beibringen, ne? Die Attacken, die man auf Gegner los ist, müssen auf einen Schwachpunkt abzielen. Mehr steckt nicht dahinter. Wäre eigentlich nicht schlecht, ne, die TMs so jetzt mal zu ändern. Schwarzgold Mario. Itzami. Kaukto. Ja, und ich weiß jetzt, dass du Kampf bist, also komm her. Sei bitte nicht zu stark. Okay, das geht. Ich habe nur ein Zauberblatt. Dreck, ey. Und Durchbruch. Komm schon, kann auch nicht so viel abziehen. Hat verdammt. Flora. Ja. Aber ein anderes Pflanzen-Pokémon. Ist jetzt noch kein einziges getroffen. Das ist das Problem. Also von den neuen. Das war wohl nichts. Ja, trotzdem voll stark der Angel. So. Ja, und Stoß, komm. Wird schon klappen. Okay, es hat geklappt. Es hat geklappt. Flora ein Level up. Wo ist nur darauf ankommt, 4 Attacken richtig einzusetzen, habe ich verloren. In der Galarien existieren angeblich eine mysteriöse Kampfkunst namens Barizzo, die einst ein Meisterdetektiv eingesetzt haben soll. Oh Gott. Okay, Schwimmer. Schwimmer bedeutet Wasser-Pokémon. Ich habe ein Pflanzen-Pokémon. Ich habe keine Supertränke gleich mehr oder überhaupt. Danke. So, Wasser-Pokémon. Ich habe Elektro- und Pflanz-Pokémon an erster Stelle. Komm, oh, kämpft gar nicht. Na toll. Na, was sagst du zu meinem geheimen Strand? Er ist ein wundersames Paradies inmitten des kalten Ozeans. Klein, aber fein. Wenn du hergekommen bist, habe ich ein Geschenk für dich. Bist du eigentlich irre? Du läufst im Bikini herum, während hier so ein Wetter herrscht. So, hast du sie eigentlich noch alle? Die Attacke-Taucher können Pokémon ins Wasser abtauchen, wo sie vor gegnerischen Angriffen sicher sind. Was wie hier an meinem kalten, abgelegenen Strand. Ich finde es ja nett von ihr, dass sie mir ihren geilen Strand zeigt. Aber findest du nicht auch viel zu kalt hier? Wie kann sie so gelassen im Bikini darstellen? Keine Ahnung, wie kannst du nur in Badehose da rumstehen? Ich glaube, mir friere jeden Moment die sämtlichen Zehen ab. Blubber. Ja. Ich sehe ja gerade, hier ist was.
Oh Gott. Da ist noch einer. Und das ist ein... Das habe ich ehrlich gesagt gerade gesucht. So was. Ich bin mal ein Pokémon, ein effektiv trainierte Einheit. Ja, sieh genau hin. Göttlich an unserer Stärke. Oh ja. Kihor. Darren. Cardonis. Mess them up. Es hagelt. So, jetzt komme ich wieder mit einem Zaubergott hier an und läuft mich wieder kaputt, ne? Gott, verdammt. Hey. Das gibt's ja nicht. Flo hat ja gar nichts drauf, ey. Victrox, du bist schon wieder dran. Hat schon wieder, Mann. Oh, ich habe keinen Bock. Ich will nur bei mir zu Hause abhocken, Mann. Fußrett. Und dann haut er mich. Das war doch kein Fußrett. Das war überhaupt kein Fußrett. Oh, verdammt. Schon wieder. Au. Das war kein Fußrett. Wie kannst du es wagen, mich anzulügen? Volltreffer. Also jetzt werden irgendwie so Wasser-Pokémon-Trainer ja gar nicht mal schlecht, ne? Aber natürlich kommen jetzt hier keine. Autsch. Ja, so ich teste. Boah, eine Überraschung. Versuch mal das hier erstmal. Porzer. Ich glaube, ich halte Victrox mal hoch, ne? Sonst wird das hier ein bisschen nervig. Und wenn ich Glück habe, haut er den Putt. Komm, versuch. Kriegst ihn schon down. Oder? Komm. Komm schon, komm schon. Nein. Oh Gott. Autsch. Warum? Komm wieder. Flora. Ja, die hat sich hochgeheilt. Stimmt ja, Belebkraft. Schon wunderbar. Warum hatten die schon wieder so hohe AP? Zauberblatt. Das gibt's jetzt nicht. Gut, ich kann mich ja an den Dingen in dem Zelt hier gleich wieder hochheilen. Aua. Super. Na, verreck. Oh. Dann er trinkt ja da ein Wasser. Was gut darin wurde besiegt. Kiha verloren. Wir sind wohl doch nicht so effektiv, wie ich dachte. Wenn ich selbst in den Ring steigen könnte, würde ich sogar die Pokémon des Champs bezwingen. Denke ich zumindest. Ja. Wir haben wieder ein neues Zeugs. So. Hallo, da ist ja noch was. So. Vielleicht schon mal im Camping King getroffen. Man munkelt, dass er sich irgendwo in der Naturzone aufhält. Er kann angeblich die Farbe des Zelts ändern, bewertend wohl auch dein Currydex. Übrigens, wenn der kalt ist oder müde bist, kannst du dich gerne in meinem Poké-Camp etwas ausruhen. Von Alfred, alles klar. Hi, na. Dann kochen wir mal. Ich will kochen. Möchtest du mit Alfred kochen? Ich möchte mit Alfred kochen. Jetzt wird gekocht. So, mal 4 von denen rein, 3 von denen, 3 von denen. Wir hatten, oh, ist nur ich und der. Habe ich immer wieder für die NPCs so aussieht, so
Vor allem, da kommen immer die Pokémon und denken sich so, ja, yeah! Dann, oh, was? Oh, maximale Energie. Also wie so ein Schwertmeister. So, ich verstehe nicht, wann man das machen muss. Wenn er sich im Kreis befindet oder ich werde aber wieder explodiert. Komm, das war voll geil. Scharfes Gewürzcurry. Das Gesicht. Mokomehl. Scharfes Curry Gewürz. Gewürzcurry meine ich. So. Wupp. So, sind die jetzt wieder belebt worden? Das ist jetzt die Preisfrage. Jawohl. Gut, dann holen wir uns noch hier. Das da ist aber mich drüber gesprungen. Ah. Okay, ich glaube, die Dinger sind echt nur da von der. Ich meine, von den abhauen soll erstmal. So, ich glaube, links war ich noch nicht komplett links. Ne? Gott. Doch, hier war ich schon. Mir ist ein Rochen ins Gesicht gesprungen. Ah. So. Oh, bitte sag mir, ich kann jetzt flüchten. Danke. Wer ist er jetzt noch, ey? Ich war ja schon überall, alles klar. Glaube ich. Ja, da unten war ich noch nicht, stimmt. Tschüss. TM. Steinhagel. Jawohl. Langsam können wir die guten Teile hier. So. Wo bin ich eigentlich jetzt hier auf der Karte? Aber ich muss nur ja nach unten. Ich muss nach unten. Alles klar. Wo geht's denn dann rechts lang? Ah! Diese blöden. Oh. Soll mal aufhören, mich anzuspringen. Es hagelt. Ja, von denen kann ich wahrscheinlich nicht wegrennen, deswegen. Ja. Finde ich gut, dass diese Poképuppen so casual verkauft werden. So. Oh. Du siehst aus, als hättest du Wasser-Pokémon. Komm her. Ich schaffe es nur, dass meine Agro-Steller beim Schwimmen nicht sofort die Puste ausgeht. Agro-Stella Schwimmerin Eliza freut dich aus. Ist das, oh, du bist das Ding. Sehe schon mal, wie du aussiehst, wenn du entwickelt bist. Okay, Zauberblatt. Ja, ich denke mir mal, welche Attacke setze ich denn am besten ein? Ja, wie wär's, vielleicht die einzige Attacke, die ich einsetzen kann. Was war das denn jetzt? War das Dingens? So wie Schutzschild oder so? So, bitte hau mich jetzt nicht kaputt. Gut. Ah nee, warte, du bist ein Gift und ja, du siehst mir sehr defensiv aus. Komm schon, vielleicht doch down kriegen, ne? Stimmt, du hast Wasser gibt. Giftschock, oh nee. Aber das kann ich nicht vergiften und da war auch nicht so stark. Gut. Ich habe gedacht, du bist ein defensives Pokémon, genau wie ich. Upsala. Du bist genauso schwach wie Flora. Boah, jetzt. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Er bekommt Schaden durch die Eiskörner die ganze Zeit. Und dann habe ich schon wieder. Ja, jetzt. Ist er bestimmt schwach genug, damit ich den kaputt hauen kann, ne? Also auch hier. Jawohl, gut gemacht. Gut gemacht, Team. Den war kein Level ab. Übrigens, Alisa wurde besiegt.
Sind das etwa die Grenzen des Wasser-Pokémon? Der Wasser-Pokémon? Nein, es gibt auch viel auszuprobieren. Wird sagt gar kein Geld. Wenn ich Flossen an meinen Badeanzug anbringe, könnte ich vielleicht etwas schneller schwimmen. Aber so schwimmfaul wie Agostella ist, hilft mir das auch nicht weiter. Okay, sieht ja schon wieder so richtig aus. Mal sehen, was da rechts war. Im Land da hinten. Da ist noch, hat mich schon wieder beinahe reingesprungen. Da sind noch Schilder. So. Gib mir ein Wasser-Pokémon, gegen das ich kämpfen kann. Komm. Flora hat ein bisschen Schwierigkeiten aufzuleveln. Okay, ich bin mir mal gefallen. Ich hatte gerade eine kleine Pause und bin bereit für den nächsten Kampf. Na, wie sieht's aus? Schwimmerin Petra. Ihr seid doch alle Ariel auf dem Bikini herum. Ja, bereit. Dann werde ich ja wohl down kriegen. So. Gott. Also, warte, ich mach den erstmal. Wer weiß, was die danach noch alles raushaut. Für die hat eine Noctillerie. Ja, jetzt kommt die wieder. Rohrschall. Ich wusste, irgendwas krasses kommt hier. Wo ist die Schwimmerin? Sind die Trainer nicht immer so... Was? Jetzt ist sie wieder da. Okay. So, Flora, du musst mal per Level Up irgendwas Vernünftiges lernen, ne? Zauberblatt bringt es irgendwie nicht so bis zum Ende des Spiels. Weiß nicht, was gibt es denn noch stärkeres? So Pflanzenattacke, Energieball oder so, würde ich sagen, ne? So, ach. Das wird neutral sein. Ja, da Sprungfeder, aber das normal oder jetzt mal ein Vectox, das ist natürlich ist Elektro und Wasser und Flug, also Elektro. Auch das. Hi. Gott. Jetzt denkt sich noch, oh Gott, Elektro. Ah. Meine Schwachstelle. Meine krasse Schwachstelle. Da, ja, langsam kann ich meine Pokémon wieder austauschen, habe ich so ein Gefühl. Au. Ja, jetzt kommt Octillery. Ich bin noch gedacht. Ladungsstoß. Alter. Vectox ist aber auch stark, ne? Und Petra wurde erledigt. Ich bin eine Meerjungfrau. Ich bin zurück ins Wasser. Wo ist denn dieses minus 1000 Grad kalten Wasser? Deshalb war ich noch gleich hier. Ach ja, ich wollte nach Bären für meinen Pokémon suchen. Ja, okay, dann klaue ich die mal kurz. Erreicht. Meistens immer neue Bären, die ich finde, mit jedem neuen Baum. Jetzt mal was. Fläschchen AP plus. Einfach so im Wasser. Okay, die kündigen sich nur einmal kurz an, wenn sie aus dem Wasser springen, aber trotzdem. Jetzt wird Trainer, aber fangen als Pokémon kann es vorkommen, dass dabei nur ein einziges Mal wackelt. Dieses Phänomen trifft umso häufiger auf, je mehr Pokémon man gefangen hat. Ich wusste es doch, man nennt diese einen Superfangen. Ich wusste doch, da war irgendwie so was. Ach ja, Belebkraft. Stimmt, ich vergesse das immer wieder. Hi. Vom Schwimmen bekommt man Muckis und mit Muckis teilt man Attacken aus. Ich will auch hier den letzten Rest hier erkunden, würde ich sagen. Schwimmer Colin fährt hier aus. Bevor wir da in dieses eine Gebiet runtergehen. Aus das natürlich. So. Aus das ist physisch ausgelegt, aber ich habe schon allgemein nicht mehr so viele Zauberblätter, hör auf damit.
Ich wollte erst Dings einsetzen, aber ja. Na gut, jetzt Flora kann immer wieder Belebkraft einsetzen, um sich hochzuheilen. Was? Okay. Ist außer Spezialverteidigung so niedrig oder was? Ich dachte, die war auch halbwegs hoch. Meine Niederarztbereiten werde ich ganz, ganz weit rausschwimmen. Dann nie wieder kommen. So, warte. Es soll ja sogar mehr Meisterschwimmer geben, die den ganzen Weg von hier bis zum Ufer in der Carlos-Region schwimmen können. Ne. Das denke ich meist eine Lüge. Das hast du jetzt gerade erfunden. Ja. Geh mal aus dem Weg. Schützer. Steif und schwer. Höhe steif. Ach, das ist von Dingens, glaube ich, von, wie heißt der Teil? Entwicklung von Rizo aus wie Hornio, irgendwie so was. So, das hat jetzt die rechte Seite hier von diesen Spike Fort. Ja, ja, jetzt sind wir wieder hier. Gut, ja, da sehe ich nichts Neues drin, oder? Nee, was ist das hier? Ewiges Eis, wo bist du? Arktipp, sieht auch neu aus. Es hagelt. Aber will ich jetzt nicht fangen. Frisst ein bisschen Zeit. Aber gegen dich will ich kämpfen. Du siehst auch wie ein Angler, ne? Beim Angeln und beim Kämpfen kommt es in erster Linie auf den richtigen Typ an. Sag nicht, Sabine. Du willst also sagen, dass wenn ich ein Ballofisch oder es gibt, glaube ich, ne, Giftwasser. Ich würde aber sagen, wenn ich im Pokémon Kämpfen den richtigen Typ einsetzt, dass ich gewinne. Boah. Gott. Big Talks, Big Talks, bitte. Super Hagelkörner in diese Blätter eingepackt. Ich habe Aromakurm, womit ich da teilen könnte, aber das überlebe ich nicht mehr. Ja, gut ist, ich werde höchstwahrscheinlich wieder ein vernünftiges Team reinnehmen, wenn wir fertig sind, wenn wir auf dem Weg zur nächsten Route da sind oder nächsten Gebiet dieser Route. Ich verstehe irgendwie das Leveling in diesem Spiel nicht. Die wilden Pokémon, die sind irgendwie immer 4-5 Level höher als die Trainer-Pokémon. Macht doch gar keinen Sinn. Müsste eigentlich umgekehrt sein. Habe ich glaube schon 5-mal irgendwie erwähnt hier in diesem Spiel, aber au. Was für ein Ding? Kufa? Oh. Warte mal, kenne ich dich? Weiß ich gar nicht. Egal, hier. Was ist das? Magenkill. Was zum... Wie, du hast mich gerade erledigt. Wie ist denn das schon wieder passiert? Hey, was war das denn jetzt? Oh. Oh, mit einem Team aus einem stachligen Pokémon zu verlieren, ist alles andere als Spitze. Oh. Reißlaus, entwickel dich. Ich weiß noch nicht, wie deine Entwicklung aussieht. Zeig mal. Ach, du bist gar nicht. Du bist das Ding. Tektas. Oder Tektas. Ja, wie heißt der nochmal? Der Boss von Team Skull. Der hat doch so ein Teil. Schreck von nicht zurück, um zu gewinnen. Sie ist eine Chance, schlägt zu und gibt den Opfer mit seinen Clown schließlich hin. Als ich dachte, er wäre ein Generation 8 Pokémon, aber anscheinend nicht. Warum klar? Wie heißt er noch mal? Der ist wahrscheinlich wieder anders in Deutsch. Guzma. Ja, wie Talent man, wie viel Talent man fürs Angeln hat. An einen Ort, in dem sich kein Pokémon tummeln, kann auch nichts anbeißen. So, Eisstein.
wusste gar nicht, als Eisstein überhaupt gibt. Jetzt habe ich nicht gesehen, was das war. Triperle, Triperle. So, ach, jetzt bin ich wieder hier. Oder ich alles erkundet, ne? Ja, pff, du hast mich schon wieder angesprungen, du blödes Teil. Nora, du schaffst das. Okay, ich glaube, das sind so. Warte, AP waren hat jetzt, waren jetzt nicht so viel. Die ich durch Dings wieder bekommen habe. Wie komme ich da oben rechts hin? Da kommt man da nicht hin, das sieht jetzt irgendwie. Gott. Ne. Komme ich da nicht hin? Ich glaube, da komme ich gar nicht hin. Okay, dann in der nächsten Folge bist du schon wieder dieses runde Teil. Aber ja, was bist du, Kloptopus? Aber du bist wahrscheinlich die Vorentwicklung von diesen einen Dingen, ne? Ja, aber glaube ich nicht. Also würde ich wahrscheinlich schaffen, aber ist jetzt gerade zu nervig, habe ich so Gefühl. Gut, dann in der nächsten Folge werden wir dann so ungefähr das Gebiet hier erreichen, ne? Und dann werden wir hoffentlich schon in der nächsten Folge Spike Fort erreichen, ne? Da wäre noch mal schön, ne? Und ne? Dann sage ich mal, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat dabei gefallen. Bitte hinterlasst doch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Tschüssikowski.